Hallo meine Lieben, hier habe ich etwas im Stadtteil Conakle, Alanya Stadtteil Conakle. Wo ist Conakle? Conakle ist hier. Wenn wir hier Alanya haben, dann haben wir zwischen Auschalder und Alanya in der Mitte etwa Conakle. Das sind etwa 12 Kilometer. Moment, da, ihr seht es schon hier. Hier, das wäre Conakle, da gibt es auch den TÜV. Den TÜV Türk und ist eigentlich auch nahe Strand. Diese Wohnung hat besondere Vorteile. Die Vorteile sind, aber erstmal die Nachteile. Der Nachteil ist halt alt, über 20 Jahre alt, und die Vorteile, der Preis ist halt günstig. Mit Möbeln, warte mal, ohne Möbeln, 49.000 Euro, drei Zimmer. Hier haben wir die Wohnung, schön hell. Und die Wohnung befindet sich im ersten Stockwerk und hat aber einen Mangel. Und zwar haben wir im Bad, hatte der Nachbar einen Abflussproblem. Und deswegen muss die Decke neu gestrichen werden, und das kann man alles noch besprechen. Und natürlich wie immer vor Ort können wir am Preis natürlich mit dem Hausbesitzer reden, und damit es etwas günstiger wird. Die Küche ist halt etwas klein. Also erwartet halt nichts Besonderes, ne, für 49.000 Euro drei Zimmer. Und zum Strand ist es auch nicht weit, 10 Minuten zu Fuß zum Strand, zwei Schlafzimmer, ein Bad. Und zwei Balkone haben wir. Hier ist das Bad. Und wie schon erwähnt, oben an der Decke haben wir. Das ist zwar schon wieder behoben, das Problem beim Nachbarn, aber es muss halt noch gestrichen werden. Und erstmal alles abgekratzt werden, dann verputzt und dann gestrichen. Okay, ansonsten wie gesagt nichts Besonderes, aber ihr wisst ja, aktuell die Preise unbezahlbar. Ich kriege immer wieder Objekte rein, drei Zimmer für über 100.000 Euro, und teilweise tue ich es auch nicht rein. Das ist halt wie gesagt eine ältere Wohnung, aber hat auch einen Gemeinschaftspool und ist ordentlich. Und ansonsten, ihr müsst halt mal vorbeischauen vor Ort, und dann können wir euch das alles zeigen. So viel mal von mir. Also wer Interesse hat, lang zu und kommt vorbei. Und dieses Objekt, ich sage ja immer, ich tue unterschreiben für einige Objekte, dass sie nach einem Jahr 10% teurer werden. Bei dem Objekt weiß ich das nicht, deswegen unterschreibe ich es auch nicht. Ja? Alles, was ich unterschreibe, dazu muss ich stehen. Und hier ist es ganz ehrlich schwierig. Aber billiger wird es nicht. Ja? Billiger wird es nicht. Teurer weiß ich bloß nicht. Ja, teurer weiß ich bloß nicht. Wobei es eine schöne Anlage ist. Also für einen selber ist das fürs Herz warm machen. Dafür ist es gut. Aber großartig viel Geld damit machen kann man nicht. Man muss an sich dann denken und halt ein schönes Leben für sich haben. Dann geht das schon in Ordnung. Ansonsten nicht kaufen und dann super herrichten, dann nochmal weiterverkaufen. Das wird schwierig bei dem Objekt, sage ich ganz ehrlich dazu. Aber einem selber glücklich machen, das kann es natürlich. Ne? Okay, so viel mal von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Video. Bei dem Objekt würde ich unterschreiben, dass es halt nicht günstiger wird. Das würde ich unterschreiben. Ansonsten, dass es dann 10% teurer wird, das weiß ich nicht. Okay, meine Lieben, bis zum nächsten Video.